Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir zocken bzw. orakeln heute in FIFA 21 Deutschland gegen die Schweiz. Ich habe mir Deutschland gegen die Ukraine angeguckt bzw. Ukraine gegen Deutschland und das sah am Anfang alles ganz nett aus, muss ich sagen. Also da war das schon in Ordnung. Hinten raus ist natürlich ein 2-1 gefallen, was dann dafür gesorgt hat, dass wir ein bisschen geschwankt sind sozusagen. Ein bisschen Probleme hatten. Wie ich auch gerade. Nein, so ein bisschen problematisch wurde es dann auf einmal. Man hat schon damit gerechnet, dass es dann doch vielleicht nur ein 2-2 wird, aber es ist dann doch tatsächlich noch der Sieg geworden. Ah nein, oh, Mist. Da hätte ich durchlaufen müssen. Da habe ich gedacht, der Gegner läuft auch weiter. Ja, und gegen die Türkei, das Spiel hatte ich nicht gesehen, aber da hat man wohl dreimal geführt und dann ist es bloß 3-3 ausgegangen. Aber ich glaube, das war noch ein Freundschaftsspiel, ne? Hier ist es ja, ich weiß gar nicht, was ist es? Ist es Nations League oder wie bezeichnet man das hier? Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass Deutschland im Real Life auch wieder knapp gewinnen wird. Boah. Weg mit der Pille, ey. Man merkt, dass es Profi ist. Im Sturm sind sie relativ gut. Ich bin natürlich in der Verteidigung mal wieder schlecht. So, dann würde ich über den hier gehen, genau. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Ja, nein, wieso kommt er denn so krass rangesprintet? Mein Spieler ist da eben so krass rangesprintet gekommen, das sollte er gar nicht machen. Da wäre er fast mit dem Ball in den Gegner reingelaufen, beziehungsweise ist in den Gegner reingelaufen. Trotzdem haben wir glücklicherweise den Ball noch bekommen. Okay, das war auch ein interessanter Abstoß hier vom Schweizer Keeper. So. Leichter Spielaufbau hier wieder. Ah, verdammt, abseits, ne? Jo. Es irritiert mich ein bisschen, dass meine rechte Flanke hier offensichtlich weiter vorne steht als mein Stürmer. Und das hat mich auch ein bisschen irritiert. Gegen die Ukraine hat Deutschland tatsächlich mit dem Sturm, also mit einem Ein-Mann-Sturm gespielt. Ich zähle die. Wow, der war schön. Die Flanken zähle ich jetzt mal, also die rechte und linke Flanke zähle ich da jetzt mal nicht rein, sondern nur den Hauptstürmer. Und hier sieht man schon, Werner, der wurde nur eingewechselt. Es war Gnabry, der im Sturm gespielt hat. Was mich ein bisschen überrascht hat, weil Gnabry sehe ich jetzt nicht als Spitze, sozusagen, als Hauptstürmer. Aber das ist ja auch das Problem, was ich schon im Spiel Bayern gegen Dortmund angesprochen habe. Dass man teilweise keinen richtigen Stürmer hat. Ich meine, mit Werner hat man ja theoretisch einen. Aber man hat ja auch eine Zeit lang Götze oder so im Sturm spielen lassen. Den sehe ich da auch überhaupt nicht. Das ist für mich kein Sturmstürmer. Das sind für mich so Mittelfeldspieler oder Spieler, die über außen irgendwie mal kommen. Ja, verdammt. Geht dazwischen und hat den Ball. Also wir mit einem knappen 1-0. Ich gehe auch davon aus, dass das wieder so eine knappe Nummer wird. Dass das auch so ein 1-0, 2-1 wieder. Boah, schön geblockt. Da sieht man die Verteidiger-Skills ab und zu nochmal. Die blitzen nochmal durch. Nein, die können das auch. Ja, oder ich grätsche einfach mal ins Nichts. So, komm her, rauf da. Nein. Boah, gut gehalten. Den hat er wirklich sehr, sehr gut gehalten. Schön. Na. Komm. Ja, komm. Oh nein. Der ist nicht so ganz in die Spitze gegangen, wie er sollte, der Pass. Ne? Der Spieler ist da schön reingelaufen, aber mein Pass ist leider überhaupt nicht dort angekommen. Boah. Da hat er mich aber ausgeguckt. Jo. Okay. Kein Problem. Halbzeit. Okay, das ging schnell. Aber es ist auch ein einigermaßen spannendes Spiel gerade. Wir führen nur knapp 1-0 und das
wirkt im Augenblick alles so ein bisschen zu knapp. So, ich habe mir schon ein Spiel ausgeguckt. Am Wochenende werde ich dann wahrscheinlich Gladbach gegen Wolfsburg orakeln. Ich hatte kurz darüber nachgedacht, ob vielleicht Dortmund gegen Hoffenheim, aber ich denke mal, gerade Bayern und Dortmund wird man noch oft genug, und hatten wir ja jetzt auch gerade, werden wir noch oft genug orakeln. Also nehmen wir einfach mal Gladbach gegen Wolfsburg. Ihr könnt natürlich auch immer noch gerne in die Kommentare schreiben, welche Spiele wir orakeln sollen und auf welchem Schwierigkeitsgrad vor allen Dingen. Ich spiele jetzt erstmal auf Profi, weil ich mir immer noch denke, dass es reicht. Also wenn man hier sieht, wie das Spiel hier gerade so läuft, als Deutschland gegen Schweiz, sind wir theoretisch... Wow, okay, das war ein Foul. Sind wir theoretisch die bessere Mannschaft? Theoretisch. In der Praxis sieht es natürlich alles zurzeit ein bisschen knapp aus, was Deutschland da abliefert. Aber ich denke trotzdem, da geht noch ein bisschen was. Alter, den hat er auch sehr souverän gemacht. Also deshalb, ich denke, Profi ist hier aktuell vollkommen ausreichend. Jetzt versuchen wir uns mal wieder so ein bisschen locker aufzubauen, so ein bisschen mehr zu konzentrieren, dass wir vielleicht nochmal zum Tor kommen und das Ding dann 2-1 souverän beenden. Ja, das ist Abseits. Das hat mich selber ein bisschen irritiert, wie frei mein Stürmer da auf einmal war. Jo. Nee. Boah, da legt er sich den noch vor und mein Spieler läuft am Ball vorbei. Herzlichen Glückwunsch. So, den hätte er mitnehmen müssen. Wieso läuft er da am Ball vorbei? Gut aufgepasst, die Flanke wurde abgeblockt. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln. Der Kommentator hatte im Spiel gegen die Ukraine gesagt, dass viele von den Nationalspielern in den Vereinen gar nicht mehr gesetzt sind. Da dachte ich, hä? Müsste man als Nationalmannschaft nicht die besten Spieler nehmen? Und nicht Spieler, die gar nicht mehr gesetzt sind in ihren Teams? Da musste ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln. Timo Werner. Ja, da kommt er doch noch an den Ball. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, dass er tatsächlich dann doch noch an den Ball gekommen ist. Gibt's doch nicht. Wieso bleibt mein Spieler stehen? Sie bringen den hohen Ball. Da hat er mir den falschen wiedergegeben. Ja, der Rüdiger klärt hier einfach alles. Das war ein bisschen komisch eben, dass mein Spieler, er hat nicht gewechselt. Also er hat mir da den Spieler gegeben, der weiter wegstand vom Ball. Sowas mag ich immer überhaupt nicht. Wenn du den Spieler kriegst, der offensichtlich weiter wegsteht vom Ball, gib mir doch den anderen. Und dann willst du manuell wechseln. Normalerweise wechselt er ja automatisch. Wow. Dann willst du manuell wechseln. Und es interessiert mich. Er wechselt nicht. Das ist mir ein bisschen doof. Wie wir hier schon zugestellt werden. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. So, langsamer Aufbau wieder. Im Moment stehen sie geballt hinten drin. Ja. Ja. Ah, das hat mich eben mega irritiert. Ich dachte, der Verteidiger läuft anders. Wir wären vorbei gewesen. Wenn ich direkt losgelaufen wäre, wären wir vorbei gewesen. Das hat mich total irritiert, weil normalerweise stehst du nicht so frei. Rüdiger. Aber das sieht hier gerade tatsächlich sehr danach aus. Jetzt. Komm schon. Ah, zu weit außen. Ganz stark. Es wirkt wieder so ein bisschen auf mich. Stimmt, das hatte ich bei den anderen FIFA-Spielen immer umgestellt. Und jetzt Shaqiri. Es wirkt ein bisschen auf mich, als wenn die Spieler im Schlamm stehen. One nay. Ja, Rüdiger macht das. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Kimmich. Ich komme hier auch nicht richtig. Jetzt. Jetzt, komm schon. Das gibt's nicht. Komm nochmal. Boah. Ey, wie er den fast noch vorbeigeköpft hätte, oder? Boah. Ich sag ja, es wird eine knappe Nummer. Aber jetzt müssen wir echt aufpassen, dass wir hier nicht noch irgendwie... Also ganz ehrlich, das mit der Verteidigung von der Schweiz macht mich gerade platt. Also das macht mich gerade fertig, weil du stehst manchmal plötzlich so krass frei, damit rechnest du selber nicht. Und dann weißt du, also dieses Mal haben wir die Chance genutzt und sind... eiskalt durchgelaufen. Jetzt. Oh nein, nochmal. Ja, komm schon. Ja, 3-1. Auf einmal wirkt es wieder so souverän, weißt? Aber die Verteidigung ist echt komisch.
als wenn die drei Innenverteidiger oder so haben. Ist das Kimmich? Boah, der sieht hier noch so jung aus. Der sieht hier noch mega, aber die sehen alle noch so relativ jung aus. Kann ich das eigentlich kurz einsehen? Nee, ne? Wie die Schweiz aufgestellt ist? Taktisch so? Nee, ne? Irgendwie... Keine Ahnung. Ja, souverän ist 3-1 auf einmal. Löw auch am Start. Kann ich das hier noch irgendwo sehen? 3-1, nee. Leistung? Nee, ich glaube irgendwie nicht, ne? Also falls ihr das wisst, wie man sich die gegnerische Aufstellung irgendwie mal angucken könnte, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ja, ansonsten wie gesagt, als nächstes wird dann wahrscheinlich Gladbach gegen Wolfsburg orakelt. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei und bis dahin sag ich einfach mal ciao.